sin. Freedom is singing like a bird over sea. Freedom is living in you and in me. Heute mal eine Vorstellung, ja, wieder mal zu einem Real Steel Modell, und zwar zum Real Steel Control. Ja, eine weitere Zusammenarbeit von Real Steel mit Poltergeist Works. Das ist ein durchaus cooler Stachel. Da werde ich doch einiges zu erzählen zu haben. Ja, die Poltergeist-Modelle, das ist jetzt das vierte Klappmesser dieser Zusammenarbeit, das ich euch hier auf meinem Kanal vorstelle, das ich ausgecheckt habe. Angefangen hat es ja mit dem Precision. Ich würde sagen, sehr günstiges Einsteigermodell in die Poltergeist-Design-Welt. Und für mich persönlich vom Design wahrscheinlich nach wie vor das Modell, das mich am meisten anmacht. Wie schon mehrfach erwähnt in anderen Videos, liegt mir dieses Modell leider nicht ganz so ideal in der Hand. Das ist ein bisschen schade. Und ich wünschte mir, dass Real Steel bei dem Precision nochmal mit einer Titan-Version um die Ecke kommt. Nicht nur, weil das die Wertigkeit des Messers erhöhen würde. Ich finde einfach, das Design ist so ungewöhnlich und spricht mich persönlich halt so an. Das wäre einfach toll, da eine höherwertigere Variante dann noch mit einem Stahl-Upgrade zu bekommen. Das wäre eine coole Sache und da sollte Real Steel wirklich, wirklich drüber nachdenken. Die Sache mit der Handlage, die zog sich zum Beispiel beim Crusader dann noch weiter fort. Auch da, beziehungsweise beim Crusader passte es vorne und hinten überhaupt nicht. Besser war es dann beim Real Steel Element. Coole Modelle, also das Element, das Messer, das für mich persönlich als User und in Verbindung mit diesen wundervollen Mikata-Griffschalen, beziehungsweise der Mikata-Griffschale, das macht schon einiges her. N96 Stahl für unter 80 Euro zu bekommen,
sehr geiles Modell. Und bei größeren Händen, zumindest bei meiner Hand, eine ziemlich, ziemlich tolle, tolle Handlage. Und hier beim Control, da haben wir eine gute Handlage, aber perfekt ist sie hier auch nicht. Also wohlgemerkt, alles jetzt immer nur gemünzt auf meine Hand als Linkshänder. Da findet sich nicht der ideale Spot für den Daumen. Wir haben hier zwei kleine Mulden und mein Daumen liegt so ziemlich genau auf der Mitte. Das tut nicht weh, ist aber einfach nicht ganz so ideal. Ansonsten ist die Handlage natürlich völlig in Ordnung. Aber wenn man dann mal ein Messer, wie zum Beispiel hier von Kershaw, das Modell, das 1680 war das, glaube ich, in der Hand hat, das liegt mir quasi wie angegossen in der Hand. Dann spürt man, kann erleben, dass durchaus auch Klappmesser eine Ergonomie, eine Handlage erzielen können, die exorbitant hoch ist. Und da reiht sich halt das Control nicht mit ein. Aber ist vom Design mal wieder ein ziemlich, ziemlich cooler Stachel. Meiner Meinung nach. Man muss natürlich das Poltergeist Works Design mögen. Das ist immer ein bisschen speziell, wie ich finde. Das kann einen Mix haben aus kantig und Kurven. Das ist da nicht in Bahnen gepresst. Das ist in der Klingengestaltung sehr oft aufsehenerregend, ist vermutlich übertrieben. Aufsehenerregend sind dann eher einzelne Details, die da eingearbeitet sind, gerade bei den Kastenmodellen. Und halt durchaus ein Werkzeugcharakter, ein sehr modern anmutender, maschineller Charakter, der spricht damit rein. Und ein sehr stabiler und durchaus einfacher Aufbau, der zeichnet Poltergeist-Messer aus. Und Real Steel hat das meiner Meinung nach recht gut alles immer umgesetzt. Natürlich ist da noch Luft nach oben. Man muss aber auch immer betrachten, wo da die Preise liegen. Wir liegen jetzt hier beim Control im höherpreisigen Bereich. Ich glaube, als das Messer rausgekommen ist auf den Markt, lag es bei deutlich über 200 Euro. Ich bin mir nicht sicher, ob es 250 wirklich waren, aber wirklich einiges über 200. Mittlerweile sind die Preise deutlich reduzierter. Ich habe jetzt zuletzt Preise gesehen, um die 160 Euro, zwischen 160 und 180. Da muss man einfach mal die Shops auschecken, wo man die Teile am günstigsten bekommt. Und gleich vorab, in dem Preisrahmen, wo man sich da bewegt, da könnte ich dieses Modell durchaus empfehlen, wenn es denn technisch, mechanisch astrein gefertigt ist. Bei meinem Modell habe ich nämlich ein paar Dinge, ein paar Kontrapunkte, auf die gehe ich natürlich noch ein. Die haben mir nicht so gut gefallen. Wenn da aber alles stimmt, dann bekommt man hier ein ganz, ganz cooles Modell, vor allem ein, ja, ich nenne jetzt einfach mal die Teile, wo das Messer punkten kann, bei mir zumindest punkten konnte. Sehr stabiler Aufbau. Jegliche Aufgabe wurde von dem Control so bewältigt, dass ich das Gefühl hatte, ein sicheres Werkzeug in der Hand zu haben. Es ist von der Schneidperformance jetzt nicht die Überrakete. Da gibt es bessere Messer, gerade was ich zuletzt von Civivi Knives zum Beispiel in der Hand hatte. Die haben deutlich schneidfreudiger agiert. Aber es war ein vernünftiger Performance, hat alles gut gemacht, auch mit der Klingenform hier. Da gab es keinerlei Probleme. Und wie halt erwähnt, es kam ein gutes, sicheres Arbeitsgefühl auf, wenn ich dieses Messer in der Hand hatte. Das hat mir einfach gut gefallen. Dann haben wir die außerordentlich schön gearbeitete Carbon Fiber Griffschale, Marble Carbon Fiber, wildes Carbon. Da hat Real Steel mittlerweile wirklich einiges zu bieten. Die selbsttragend hat die drei typischen Poltergeist Works Grooves und hat durchaus, um es jetzt mal in der Sprache von Brillanten zu benennen, hat durchaus einiges an Feuer zu bieten beim richtigen Lichteinfall. Und in Verbindung mit einem S35 VN PM Stahl und der schön gearbeiteten Titan Framelock Seite
konnte mich das durchaus überzeugen, dass also die Punkte eindeutig auf der Pro-Seite. Wer da dann noch die Optik dazu mag, die gute Action, nicht super Action, der Detent ist hier durchaus als stramm zu bezeichnen, zumindest bei meinem Modell. Dennoch ist die Action ganz gut. Starker Detent bedeutet halt auch hohe Spannkraft beim Framelock dann, wenn er auf die Klinge drückt. Da muss man ein bisschen Energie dann über den Zeigefinger aufbringen. Sobald das Energielevel erreicht ist, um die Klinge zu lösen, dass sie rausschießt, kickt sie dann aber auch richtig mit Autorität raus. Der Clip gefällt mir sehr gut. 3D konturiert, Titan Clip. Der drückt nicht in der Hand, zumindest bei mir nicht als Linkshänder. Ich glaube, als Rechtshänder sollte er noch unproblematischer sein und ließ sich auch wunderbar einfädeln. Das ist wirklich ein toller Clip. Vielleicht optisch nicht der schönste Clip, aber schön dezent in die Ecke nach unten reingepackt. Der hat mir wirklich gut gefallen. Und als positiv könnte ich auch den Titan Framelock benennen. Der hat ganz sicher immer verriegelt, einen guten Job gemacht. Hat wirklich einiges zu bieten, dieses Modell. Aber auch einige Kontrapunkte. Ja, auf die gehen wir natürlich auch ein. Zuallererst, das ist mir erst ein bisschen später aufgefallen. Das sind so Sachen, die checke ich noch nicht automatisch ab. Aber vor einiger Zeit hatte unser Max mal Probleme. Ich glaube, das war mit seinem Real Steel Tor-Modell. Und da hatte er, ich glaube, es war eine klappernde Achshülse. Und bei diesem Modell, vielleicht hört ihr es ja. Ja. Also es ist nicht besonders gut zu hören. Ich hoffe, ihr habt es hören können. Hier klappert, ich vermute mal, es ist die Achshülse ebenso. Jetzt ist es ein bisschen besser zu hören. Ja, sowas ist immer nervig. Sollte eigentlich auch geprüft werden, ab Werk, einmal schütteln. Und scheint bei Real Steel ja immer mal wieder vorzukommen. Ist jetzt nicht hinderlich in der mechanischen Performance das Messer, also des Messers, wie die Mechanik hier funktioniert. In der Schneidperformance erst recht nicht. Dennoch in einem Preisrahmen, der sich halt wirklich über 100 Euro bewegt, sollte sowas nicht vorhanden sein. Und mich stört das dann auch, bin ich ganz ehrlich. Was mich dann aber noch mehr stört und hier wirklich die eindringliche Bitte raus an Real Steel, hört bitte auf, Schraubenkleber zu benutzen. Hört auf, eure Schrauben zu sichern mit Kleber. Da steckt natürlich immer ein gewisser Sinn dahinter, ab Werk sowas zu machen. Aber die Praxis zeigt eigentlich meine Erfahrung, nicht nur meine, sondern von vielen anderen Usern über die Jahre, dass da wohl immer des Guten zu viel des Klebers benutzt wird. Und auch hier ist es so, ich habe die Schrauben nicht gelöst bekommen. Ich kann euch leider keine Bilder vom Innenleben zeigen. Es hat nicht geklappt. Die waren so festgeknallt. Und ich hatte nachher wirklich etwas Sorge, mir die Schrauben komplett zu verkratzen. Ich habe es dann nachgelassen, weil dieses Messer ab Werk, das positiv zu vermelden, perfekt eingestellt ist. Wir haben keinerlei Klingenspiel. Die Klinge, wie gesagt, hat eine gute Action, Framelock sauber eingestellt und Klinge steht mittig. Das passt also. Ich wollte mir das aber mit dem Stopp-Pin genau angucken, halt Bilder für euch machen vom Innenleben. Konnte ich nicht machen, denn ich konnte das Messer nicht demontieren, weil die Schrauben so festgeknallt sind. Also wirklich eine Bitte, nicht nur an Real Steel, das ist ja nicht nur ein Problem von Real Steel, das gilt für fast jede Messermarke. Gerade wenn sie, also nach meiner Erfahrung, gerade wenn sie aus chinesischer Fertigung kommen, kein Schraubenkleber mehr verwenden. Man kann sich da selber leicht behelfen als Messer-User. Und es gibt andere Möglichkeiten, die Schrauben zu fixieren. Das ist also etwas, was mich hier wieder etwas geärgert hat. Also nicht nur etwas, das ist, wenn ich mein Messer nicht demontieren kann, dann stört mich das durchaus. Dann haben wir Kleinigkeiten. Das Poltergeist Works Logo hätte man vielleicht noch ein bisschen besser platzieren können.
vielleicht ein bisschen weiter unten. Aber auch das ist nicht wirklich, ein Kontrapunkt. Das ist eigenes optisches, ästhetisches Empfinden. Hätte ich vielleicht ein bisschen weiter unten. Eventuell bei so einem tollen Logo ein bisschen prominenter noch. Aber alles in allem ist das schon ganz gut gemacht. Da will ich jetzt auch gar nicht anfangen zu meckern. Überhaupt sieht die Klinge im Stonewash-Finish sehr gut aus. Technische Daten gehen wir gleich noch drauf ein. Das gefällt mir ganz gut. Wir haben auf der Seite hier noch den Klingenstahl gemacht. Und auf der anderen Seite haben wir hier den Real Steel Schriftzug. Da wünschte ich mir natürlich nach wie vor, dass sie eher das Real Steel Logo verwenden würden. Ich finde, Real Steel hat ein sehr, sehr schönes Logo. Das auf der Klinge anstatt des Real Steel Schriftzuges würde mir deutlich besser gefallen. Und hier finde ich halt die Anordnung so direkt unterm Pin nicht wirklich ideal. Hätte mir wahrscheinlich weiter vorgezogen, ein bisschen höher, ebenso wie beim Logo, beim Poltergeist Works Logo, besser gefallen. Aber das sind Kleinigkeiten, wirklich nicht weiter wild. Was für mich keine Kleinigkeit ist, ist der Daumenpin. Und da wir hier den sehr starken Detent haben, mit einfach öffnen, das ist hier nicht da. Da muss man schon sehr kontrolliert alles machen und das funktioniert. Aber ich habe das Messer mehreren Leuten gegeben. Man muss sehr, sehr achtsam sein, dass man nicht auf den Titan-Framelock drückt, weil man sonst die Haltekraft des Detents noch erhöht. Und das muss alles sehr kontrolliert mit Kraft geschehen. Deshalb die Öffnung für mich über den Daumenpin kam im Grunde nie in Frage. Ich habe immer den Flipper benutzt. Auch der, der funktioniert gut, läuft aber sehr, also baut sich sehr hoch, durchaus ein bisschen spitz auf. Ist wohl Geschmackssache, funktioniert ganz gut. Mir wäre ein etwas runderes Design wahrscheinlich lieber gewesen. Ihr seht schon, gibt so einige Sachen, die nach meinem Empfinden für meine Hand, für meine Finger nicht so mega ideal sind. Ja, da gehört der Flipper-Tap halt dazu und die Pins auf jeden Fall. Ich hätte bei diesem Modell mir gewünscht, dass man auf den Daumenpin verzichtet. Der ist einseitig verschraubt, könnte man also abnehmen. Oder einen Wechsel macht, Flipper-Tap weg, Detent-Kraft nicht ganz so hoch, den Pin lassen, dann aber so gestalten, dass man das Messer kontrolliert gut aufbekommt. Das ist hier halt wirklich nicht gegeben. Der dient auch nicht als Anschlag, der Daumenpin. Von daher hat er keine weitere Funktion. Wie gesagt, wegen mir könnte der wirklich weg. Und auch wenn man zum Beispiel Pappe schneidet, dann ist der durchaus mal im Weg. Also alles nur semi-optimal. Und ja, auch nochmal erwähnt, einfach weil das durch mehrere Videos schon ging. Wir haben hier, wenn man die Klinge im Licht kippt, dann sieht man das. Hier ist das. Wir haben hier ein Finish-Problem. Das zieht sich durch die Modelle durch von Real Steel. Da wurde die Klinge einfach nicht sauber gefinisht. Das wiederum erwähne ich hier jetzt explizit, weil es in mehreren Videos thematisiert wurde. Ich bin ganz ehrlich, ganz klar, in der Preisklasse sollte sowas besser sein. Wenn das nicht vorab solch ein Thema gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich gar nicht formuliert. Ist also nichts, was bei mir groß störend ankommt. Für mich sind solche Dinge, wie zum Beispiel, dass ich das Messer nicht demontieren kann, oder andere Dinge, die halt hier jetzt nicht vorhanden wären, dass die Klinge nicht mittig ist, dass wir Klingenspiel haben. All das ist hier nicht vorhanden, top eingestellt. Sowas würde mich jetzt mehr stören. Ja, so ein Finish-Problem ist halt Geschmackssache. Ne? Für den einen wirklich sehr, sehr störend. Und da kann ich dann gleich sagen, wer sowas nicht mag, der sollte bei diesem Messer nicht zugreifen, denn das zieht sich durch das Control wohl durch. Dessen sollte man sich also bewusst sein. Und überhaupt ist eventuell damit zu rechnen, dass vielleicht die Schrauben alle sehr verklebt sind. Gibt ja wirklich einige Jungs, die das Control haben. Und diejenigen von euch, die das Messer auseinandergebaut haben, die können sich ja mal melden, ob ihre Schrauben sich gut lösen ließen. Dann habt ihr vielleicht auch noch mal ein Feedback zu dem Modell. Aber insgesamt sind das dann doch ein paar Punkte gewesen, die dafür gesorgt haben, dass dieses Messer sich in meinem Herz nicht ganz so festsetzen konnte, wie zum Beispiel das Megalodon
oder Modelle, die ebenfalls durchaus viele, viele Ecken und Kanten haben, wo es einiges gibt, wie zum Beispiel, dass es ein katastrophaler Flipper ist beim SteelTech Kommando. Also da gibt es wirklich, eine ganze Palette an Dingen, die mir nicht gefallen beim SteelTech Kommando, und dennoch liebe ich dieses Messer, und das ist etwas, ja, was das Control bei mir nicht ganz schaffen konnte. Deshalb hier auch gleich die Info, damit das Control wohl wieder verlassen wird. Wer Interesse an diesem Teil hier hat, werde ich zum sehr günstigen Kurs abgeben, mich einfach mal anschreiben, dann können wir das abklären. Ja, das Modell hat es einfach nicht geschafft, so wirklich bei mir zu landen. Jo, was gibt es noch zu sagen zu diesem Modell? Kommt neben der üblichen Real Steel Box und Mikrofasertuch ist noch mit drin, mit einem Zertifikat. Finde ich immer ganz gut, wenn sowas mit dabei ist. Und die technischen Daten hauen wir noch schnell raus. Wir haben 21,2 cm Gesamtlänge, davon 9 cm Klinglänge. 8,6 cm davon sind effektiv scharf. Wir haben schon erwähnt, ein Flachschliff Stonewash. Der ist auch ab Werk, ab Serie relativ fein ausgeschliffen. Ich habe 0,58 mm gemessen. Wir haben eine Klingenstärke von 3,6 mm. Auf dem Rücken baut sich eine schöne Swatch auf. Die gefällt mir sehr gut. Wie so oft sorgt diese Swatch dafür, dass wir eine ordentliche Dynamik in der Klinge haben. Ja, den einseitigen Pin zur Öffnung haben wir ja schon erwähnt. Dann haben wir noch einen Flipper-Tap, einen Flipper zum Öffnen. Die Klinge aus S35VN-Stahl läuft auf einem Kugellager. Der Griffkorpus baut sich als Titan-Framelock auf. Die Cutout-Stärke hier beim Framelock liegt bei 1,2 mm. Auf der anderen Seite Griffhälften zweifach verschraubt, sehr clean, gefällt mir sehr gut. Haben wir diese wunderbare Marble Carbon Fiber Griffschale. Also die wirklich ein Highlight. Vielleicht auch jetzt ein bisschen zu kurz gekommen bei dieser Vorstellung. Die ist schon extrem gefällig. Und dann halt der gut funktionierende Titan Pocket Clip. Ein Titan Backspacer, schön sauber angepasst. Und ja, das übliche, runde das Messer ab. Überdehnungsschutz, Steel Inlay und Gewicht bei diesem Modell liegt bei knapp 150 Gramm. Jo, und das war's im Großen und Ganzen. Video ein bisschen länger geworden, als ich vorhatte. Ja, aber es gab ja doch einiges zu dem Messerchen zu erzählen. Über Feedback eurerseits würde ich mich natürlich freuen. Haut mal was rein. Und ich bin gespannt, was 2019 jetzt von Real Steel da noch kommen wird. Die haben ja schon einige Sachen jetzt wieder am Start. Das neue Fixed gefällt mir sehr gut. Torbi Design, glaube ich, irres Teil. Und bin gespannt, was da an Zusammenarbeiten von Real Steel und Poltergeist womöglich noch folgen wird. Alles klar, das war's von mir. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.